Willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Es ist die dritte Folge, die ich hintereinander aufnehme. Aber es bockt halt auch einfach gerade. Ich werde nach dieser wahrscheinlich eh aufhören, bevor wir dann ins dritte Gebiet gehen. Der Boss-Key soll hier oben irgendwo sein. Wie genau soll das hier aussehen? Der chillt einfach hier. Okay. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas passieren sollte, was wahrscheinlich passieren wird, dann ist es irgendwie sehr enttäuschend. Du hast den Drachenschlüssel erhalten. Dieser in sich verschlungene Drache wurde aus strahlendem Gold angefertigt. Ah, okay. Ich wollte gerade gucken, wieso Drachenschlüssel. Der hat eine leicht andere Form. Oh. Okay, es passiert was. Dann habe ich nichts gesagt. Dann. Oh. Die ist sehr perfekt geflogen. Ne, dann ist cool. War da gerade was? Ne. Okay. Vom sah auf mich gerade ein bisschen komisch aus. Wir haben nur drei Bomben, aber naja. Okay. Müssen wir nur das mit der Form wieder hinbekommen. Also so ist es anscheinend richtig. Okay. Ja, bei manchen Schlüsseln ist es halt echt einfach. Das wird, ich sage euch ehrlich, vielleicht beim nächsten Mal wird es ein Problem, aber ansonsten sind die Schlüsselplatzierungen echt nicht schwer. Später hänge ich da einen ganzen Part dran vielleicht, wer weiß. Aber ja, aus jetziger Sicht würde ich sagen, nee. So. Hierahim ist doch bestimmt wieder Zelda gefolgt, oder? Was ist das für ein Felsen? Ich habe daran keine Erinnerung mehr. Ich kenne den Boss noch, aber. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Was? Nur, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zu Eile. Zelda wurde gefesselt? Von Ghirahim. Ich hoffe, die Frau, die da war, ich weiß gerade nicht, ob ihr Name schon gesagt wurde, deswegen lass es einfach mal. Was? So trifft man sich wieder. Oh nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Na, ist auch unwichtig. Hör mir nur kurz zu, ja? Da sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei und was muss ich sehen? Ah, okay. Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Diese. Sie hat. Dieses Schoßhündchen der Göttin, sie hat sie einfach mitgenommen. Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Ich entschuldige mich, aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, so die Zurückhaltung. Ich hab's nicht eilig, es ist genug Zeit. So, spüre die Flammen meines Zorns. Oh! Okay. Glühender Höllenfels, Beradama. Interessanter Name. Oh, Junge, verpiss dich. Kann ich hier irgendwie was machen? Ja. Ah, jetzt erst. Okay, wir haben ein paar Hits rausbekommen. Sein Auge ist noch da, aber ich glaube, wir sollten gerade nicht angreifen. Der killt uns gleich. Oh, Junge. Ich brauche Bomben, schnell. Ich probiere mal anders zu schlagen.
Hat das jetzt nicht funktioniert mit dem Einsaugen? Nee. Cool. Okay, ja, lassen wir ihn da. Okay, das gibt mir gerade hart Bowser-Vibes, aber okay. Komm, gleich saugt er wieder. Das hat nicht funktioniert, cool. Saug bitte. Dann roll ich, dann müsste es doch funktionieren. Junge! Ich bekomme es aber auch nicht hin, ne? Ich lasse es, ob der jetzt saugt oder nicht. Ich hätte es wahrscheinlich eh wieder nicht... Ja, saugt tatsächlich. Irgendwie stelle ich mich sehr blöd an, kann das sein? Egal, so ein Zelda-Boss, den spielt man auch nicht mal alle Tage, ne? Das ist, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass ich ihn besiege. Das letzte Mal ist probably 3 Jahre her. Nee, kann's wieder gehen. So. Wieder runter mit dir oder auch nicht. Das juckt ihn anscheinend nicht. Hallo, das juckt ihn. Das juckt ihn nicht, hä? Ja, vielen. Hallo! Der spielt mit mir. Ich schaff den, glaube ich, nicht. Oh, hier sind Herzen. Ja gut, dann. Ja, dann kein Problem. Ja, wenigstens chillt er sein Leben, während ich ihm besteck. Ja, wart noch kurz. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ganz ruhig. Komm mal runter. Ja, roll runter. Oh, Junge. Ja, wow, wenn er jetzt selbst in die Bomben reinläuft. Ja, jetzt. Das Auge. Ey! Das Auge verstecken ist unfair. Komm schon. Junge, dieser Boss ist irgendwie ganz. Ja, weil ich gebrannt habe, ich check's. Okay. Was macht denn der ganz. Ja, jetzt schießt er von da hinten und ich kann nicht ran. Cool. Ich brauche ein bisschen für den Kampf. Es werden einem aber hart viele Herzen geschenkt. Das fühle ich jetzt irgendwie nicht so. Der rollt gleich runter, oder? Ich bin wieder oben. Das hatte ich von Anfang an geplant. Jetzt bin ich wieder in derselben Situation. Leck mich doch. Ja, komm, sag nochmal. Nein! Ach, man kann an der Seite vorbei. Ja, habe ich gerade gesehen. Jetzt wird er da unten wieder seine scheiß Aufladung machen. Ich wusste es. Diesmal wird hoffentlich so viel kaputt sein, dass er sein Auge nicht mehr verstecken kann. Oh, Junge. Jetzt aber mal wieder rollt. Ich glaube, ich bin hier drüben sicher. Ja. Und dann soll es jetzt gleich gewesen sein. Ja, da komme ich nicht dran. Boah, geht doch. Ja, ich habe mich absolut dumm angestellt. Ich habe es eigentlich nicht verdient, den Boss überhaupt zu schaffen, aber
Zum Glück spielen wir nicht im Heldenmodus. Den werde ich dann wahrscheinlich eines Tages in der HD-Version bringen. Dieses Monster wurde anscheinend von Girahim erschaffen, weil man hat so ein bisschen seine Kraft darin gesehen. So, Herzcontainer Nummer 9. Geil. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Geil. Sind damit ziemlich gut dabei. Ich nehme an, die Tür ist da oben. Ach, wird schon passen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier hinten noch was wäre. Die Tür ist tatsächlich hier. Wir müssen uns dann auf jeden Fall auch nochmal neu hier. Also, vielleicht gibt es noch Quests mit Bomben. Ich kenne mich da nicht aus. Wenn Skyward Sword Quests hier nicht einmal gemacht. Oh, schöne Musik. Ich feiere diese Lyra-Musik so hart. Nein, Zelda, ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Lassa, es tut mir leid. Ganz nichts dafür, du hast da ja auch deinen eigenen Weg, den du gehen musst, Zelda. Es ist okay. Eines Tages werden wir beiden unserem Schicksal gegenüberstehen. Und danach. Danach wird neuer Link gemacht. Ja, was guckst du so? Es ist viel zu spät, wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Dir gefällt nicht, was ich sage. Aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Was? Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du auserwählter Zelda helfen willst, muss die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du das verstanden? Was hast du für ein Problem? Ja, tut mir leid, dass die Tür zu war, ey. Durch den Dungeon kamen wir jetzt schon ziemlich schnell, hätte ich gesagt. Und du wurdest auch nicht von diesem Riesenmonster aufgehalten. Hör nicht auf sie, Link. Es war bloß noch nicht unsere Bestimmung hier. Naja, Zelda zu retten. Oh. Ja, er nennt mich Pussy, aber ich schnapp mir jetzt zwei. Nicht Wasser! Ich will kein Wasser. Mir ist mir scheißegal, ich will kein Wasser. Ja, meins. 6 Herzen bekommt man durch die auch. Geil. Noch eine Fee. Ja, gab wohl nur im ersten Gebiet hier nochmal was, aber. Naja, trotzdem eigentlich ganz geil. Ja. Jetzt hier auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir wollen ja auch noch die Bomben im Wolkenhort, so hieß der Ort, nutzen. Geil.
Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besuchte die heilige Maid vom Himmel ihrem Schicksal folgend die Quelle des Erdlandes. Das Land des Sandes Ranel, dort öffnet sich das Zeitportal, wie es ihr vorherbestimmt ist. Das Zeitportal in Ranel. Die letzte Tafel. Oh, richtig Gänsehaut gerade. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Okay. Vita, Zelda scheint sie in dieser Quelle spirituell gereinigt zu haben. Ich schätze, dass sie nun in einem Gebiet namens Ranel unterwegs ist. Wenn wir die Steintafel zum Tempel bringen, wird eine neue Lichtsäule erscheinen. Wir können ihr nach Ranel folgen. Ich schlage vor, zum Wolkenort zurückzukehren und von dort aus nach Ranel zu reisen. Okay. Ja, genug Rubine haben wir jetzt. Also, bis bei Terry sollten wir schon was machen können, denke ich. Wir haben noch 13 Minuten Zeit und ich werde versuchen, es möglichst angenehm zusammenzuschneiden, dass wir auf jeden Fall noch was hinbekommen. Hier wird nichts mehr sein, soweit. Ich weiß nicht, ob man irgendwo Bomben hier braucht. Ganz ehrlich? Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal nach... Wie heißt der Wald? Firone? Firone, Firone, was weiß ich. Im Englischen vielleicht Firone, im Deutschen sagt man vielleicht Firone. Ich finde, eigentlich sollte man unter sowas nicht unterscheiden, aber... Naja, es ist halt so. Wegen Sidequests habe ich keine Ahnung, was nach dem Ding hier verfügbar ist. Ich glaube, wir haben auch relativ viel gemacht. Wenn nicht sogar alles Mögliche soweit. Ob es irgendeine Bombenstelle im Wolkenhort gab? Ich zweifle ehrlich gesagt dann. Es wird Bombenstellen geben auf einzelnen Inseln. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Und wir müssen hier by the way noch ein paar Truhen machen. Sind hier nur zwei Truhen? Ne, im Wolkenhort wird noch was sein. Ich weiß gerade von... Ah, hier auf der Bambusinsel ist auch noch ein. Okay, drei mindestens. Aber gut, beim Bombenstellen will ich suchen. Wir gehen wieder zurück nach Firone. Vielleicht erhalten wir heute noch das 10. Herzteil. Es kommt drauf an, ob in den Statuen was ist. Ja, ich weiß, wie das geht. Wo genau war das jetzt? Waldeingang oder... Ich gehe zur Aussichtsplattform. Ich cut's euch, bis ich die Orte gefunden habe, okay? So, hier ist eine der beiden Bombenstellen. Ich hatte mir den Ort markiert. Das ist mir blöderweise erst jetzt aufgefallen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Hier war eine Markierung. Dann konnte man auch irgendwo hochklettern, da er bei einem Versteck der Qs. Da war auf jeden Fall auch noch was. Naja. Geil, noch ein Herzteil. Nur noch eins, dann haben wir das 10. durch. Ja gut, dann suche ich jetzt noch ganz kurz die Stelle. Bis gleich. Wird sich wahrscheinlich nur um Rubine handeln. So, gerade in der Nähe der Aussichtsplattform war das andere Teil. Okay, dann sind wir mit den Bomben, glaube ich, so weit durch, was geht. Es kann sein, dass jetzt noch irgendeine Quest aufgetaucht ist. Wird wahrscheinlich sogar sein, aber ob wir da mit Bomben was machen können, da weiß ich jetzt nicht. Es kann sein, dass wir schon
Würmer Segu aufgrund einer Quest eine weitere Belohnung uns bei ihm abholen können, aber das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was hier drin ist, weil ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, das gemacht zu haben. Okay, mein Plan war eigentlich zu shielden und das wäre dann sehr skillig ausgesehen. Das sieht jetzt so aus, als wäre es ganz im Gegenteil. War jetzt nicht die beste Idee. Eine blaue Vogelfeder, okay. Ja gut, hatte gesagt, es wird sich wahrscheinlich um Rubine handeln, das ist es mehr oder weniger. Aber ey, ich habe noch ein paar Rubine bekommen, weil ich die Raben gekillt habe. Die geben hier tatsächlich ganz gut. Ja. Können wir uns auch noch mal was mitnehmen. Piro Riesenkäfer. Ja, wieso eigentlich nicht? Wir können auch gleich mal gucken, ob wir irgendwas verbessern können. Das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, wir haben diesen Schattenkristall. Ich weiß nicht mal mehr, woher wir den haben. Ich glaube, es war irgendwas Zufälliges. Ach, wir haben den für das Bambus-Spiel erhalten, ne? Es kann sein, dass sich damit was anfangen lässt. Wir gucken einfach mal bei Gelegenheit. Ja, von den Viechern habe ich so viel Rubine erhalten. Gehen wir einfach zum Wolkenhort. Können ja eigentlich auch schon mal die Tafel einsetzen, oder? Nicht, dass sich die Quests erst dadurch aktivieren, weil dann würde ich mir gerade etwas versauen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. So. Das Steuerkreuz unten kann man ja mal kalibrieren, wenn man es mal brauchen sollte. Dann ab zurück zum Wolkenmeer. Joa, Terry, wie gesagt, wäre noch eine Option. Wegen den Bomben. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung gegen den Spots. Egal. Ansonsten wegen Sidequests, die möglich sind, da werde ich auf jeden Fall bis zum nächsten Part noch ein bisschen was googeln. Hauptsache, es ist möglichst auch angenehm. Ja, die einzelnen beiden hatte ich ja schon gesagt, die kann man erst bei, weiß nicht, dem sechsten Dungeon oder so holen. Das heißt, die Mosego-Quest, die wird sich. Ja, die zieht sich sowieso über das ganze Spiel. Da kann ich jetzt auch nicht viel dran ändern. Wo ist Terry? Terry! Da! Terry, lass dein Seil herunter. Hallo? Das Ding war gerade irgendwie sehr beschissen zum Greifen. Egal. Hauptsache, wir kommen dran. So. Könnten wir uns auch noch ein neues Schild holen? Das müsste ziemlich gut sein. Wie viel kostet das? Oh. 600? Ich glaube, das kann ich mir nicht ganz holen, ne? Ich weiß, ich habe gerade 700, aber... naja. Wie viel kostet das Ding? Wahrscheinlich... Nein, ich tue schon wieder. Ja. Ruhig gerade mehr wie ein Gorone-Klang. Ja, dieser Queen of Time-Geräuschenpunkt, ey. Ja, ich guck mich ja weiter rum. Chill mal. Das kostet wahrscheinlich über 1000. Ja, das werde ich mir nicht leisten können. 800 vielleicht doch. 1200. 800. Okay, theoretisch, wenn ich grinden würde, könnte ich es mir leisten. Brauche ich jetzt allerdings nicht. Ich würde tatsächlich, glaube ich, lieber sogar hier rauf gehen. Das kostet ja, glaube ich, auch 3. Es kostet 100. Ja, dann easy. Die gibt es nämlich auch nur begrenzt. Das will jetzt nicht unendlich davon geben. Und ich glaube, ab dem Punkt
wird er, glaube ich, keine weitere kleine mehr haben. Da müsste jetzt ein anderes Item auftauchen, wenn ich jetzt kurz rein und raus gehe. Und ansonsten, ich würde mir die Rubine jetzt ganz ehrlich sparen. Wir können genug tragen. Da werde ich in Ranel schon nicht so viel finden, dass ich irgendwie auch was stacken könnte. Nee, der Platz ist leer. Okay. Ja, dann hat sich das erledigt. Die 600 Rubine, die behalte ich jetzt einfach mal und werde nicht sofort hier noch in was rein investieren. Ja, wegen Sidequests. Ich habe ein paar Quests im Kopf, aber die gehen halt noch nicht. Ich weiß von einer, die geht nach Ranel. Wir gucken jetzt nochmal bei ihm vorbei. Ja, der Dude kann Items verbessern und Schilder reparieren, wie er schon sagt. Ist richtig geil, weil der kann aus den Items gutes Zeug machen, wenn er denn die Items dafür hat, aber wir haben keinen Finsterhalbmond. Wüstengras, Eonenblume, das finden wir tatsächlich beides in Ranel. Schmuckschädel bräuchte er hierfür, okay. Ja, ganz ruhig. Das Schild lässt man, by the way, glaube ich, fallen in Ranel, wenn man von Elektro-Gegnern getroffen wird. Der hat das dritte Schild noch gar nicht. Das ist jetzt weniger geil. Neue Seite. Ja, boah. Nee, das juckt mir ehrlich gesagt nicht, die kleine Bombentasche. Das ist das Teil hier. Hier ist auch eine Kerntasche, aber das Gefühl ist beides nicht so für uns. Ibi-Babu-Bu. Okay. So, du liebst es doch so sehr, wenn wir dein Lager nutzen, ne? Ah, okay. Ich sehe hier häufiger in letzter Zeit. Ich glaube fast, du bist mein bester Kunde. Moment mal, kommst du etwa wegen mir? Ja. Was, ehrlich? Das sagst du doch jetzt nur so, um mir zu schmeicheln, oder? Ja. Ein wenig glücklich macht es mich ja schon. Zurück zum Geschäft. Möchtest du das Itemlager nutzen? Ja. Wir nutzen es eigentlich erst zum zweiten Mal, also. Ist ganz cool, dass man jetzt schon merkt, dass sie drauf reagiert. Ist übrigens auch wichtig. Ja. Ja, vielen Dank und so. Das wird sich mit der Zeit auf jeden Fall noch ändern. Können wir denn den Holzschild verbessern? Wäre das eine Sache? Ja, und es sind Items, die sind nicht so wertvoll. Okay, dann gehen wir mit einem verbesserten Holzschild ins nächste Gebiet. Das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ja, das juckt nicht. Die 30 Rubine investiere ich da gern rein. Ich finde es übrigens richtig cool. Trägt er eigentlich bauchfrei? Okay. Der Dude trägt anscheinend bauchfrei. Geil. Ja, ich finde es richtig geil mit dem Item-Verbesserungssystem. Ich finde es zwar etwas blöd, dass man Items erst sehr spät verbessern kann, weil die Schattendinger, die bekommt man halt erst. Lass mich nicht lügen. Irgendwann nach dem dritten Dungeon, wenn man da. Vor dem vierten Dungeon sowas. Ja, geil. Das nächste wird jetzt wahrscheinlich ewig dauern. Ne, Wüstengras? Stark ist nämlich das Beste, was man haben kann. Und Wüstengras bekommen wir im nächsten Video. Okay, das Schild kann man anscheinend gut verbessern. Da ist es nochmal was anderes. Joa, gibt's hier eigentlich irgendwas im Wolkenhort? Hier. Nein! Wir gehen mit einer Fee nach Ranel. Ich stelle mich heute echt nicht gut an, ne? Ich bin heute irgendwie echt so halb besoffen unterwegs. Hier ist was. Hier soll irgendwo eine Truhe sein. Wo denn? Ach nee, da drüben. Wo genau ist die? Hier. Nee, oder? Ja, hier kommen wir noch nicht rein.
Cool. Hat sich das erledigt mit der Truhe? Ich cutte euch jetzt aber, damit wir das schon mal haben, die Truhen, die mit den Artefakten der Göttin aufgetaucht sind. Bis gleich. Hier wäre die erste Insel, und zwar die Bambusinsel. Nicht? Das ist nicht die Bambusinsel. Hab ich mich vertan? Sind wir darüber oder drunter? Ach nee, die Bambusinsel war daneben erst. Ja. Wir sind bei der Truhe neben der Bambusinsel. 100 Rubine. Okay, die nächste wäre dann da drüben, ne? Ja, okay, die sind dann doch nicht so nah. Egal, bis gleich bei der Bambusinsel. So. Wo genau soll das Ding denn sein? Hier hinten vielleicht? Ja. Für den Herzteil? Okay, beschwere ich mich jetzt auch nicht. Wir können wie viel gerade tragen? Irgendwie 1500 sowas. 1400, okay, noch hätten wir Platz. Dann nächstes Ziel und letztes auch hier hinten. Vielleicht wartet hier drüben ja noch ein Herzteil auf uns. Es könnte jetzt etwas kompliziert sein, an die Truhe dran zu kommen. Nein, die ist einfach hier. Okay, es gibt hier nämlich noch andere Truhen, die sind nicht ganz so leicht erreichbar. Aber kein Problem für uns. Noch nicht. Eine kleine Deko-Tasche, okay. Ja, die Dinger gibt es auch im Shop, aber ich würde euch empfehlen, kauft die nicht. Weil wenn ihr die Items braucht, die bekommt man früher oder später auch hierher. Und ja, da seht ihr es, jetzt können wir 30 von den Dingern tragen. Gibt für uns da nicht mehr viel zu tun beim nächsten Mal. Ich werd mich bis zum nächsten Mal informieren, ob es hier noch irgendwo was geben soll. Vielleicht geht diese Quest hier auch weiter. Ich weiß nicht. Die wird auf jeden Fall etwas dauern, die Kürbis-Quest, aber egal, soll es heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.